Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Mountain Blade. Ja, bevor wir jetzt anfangen, möchte ich erstmal den Neuesten unserer Community willkommen heißen, den LP Alex Crafter. Auch hier, wie schon beim Vampire Pate, danke, dass du dabei bist, danke fürs Abonnieren, fürs Teilen. Ich werde gucken, dass ich die Erwartungen bestmöglich erfülle. Beim letzten Mal hatten wir einen ziemlich langen Part. Wir hatten wegen Computerproblemen. Wir hatten den dritten Teil der Samurai-Rüstung uns geholt, den Yelkala, und ansonsten haben wir eigentlich nicht viel gemacht. Also wir haben mal Geld eingesammelt, erinnere ich mich. Wir haben unsere Truppen wieder vollständig aufgestellt. Und ja, wir haben nach Yai geguckt, ob es irgendwas zu tun ist. Wir haben, wie ich mich richtig erinnere, erstmal wieder nicht oben ohne, gegen Banditen gekämpft und Weizen gesammelt. So, wie ihr seht, es geht wieder. Ich kann mir wieder eine Rüstung anziehen. Aber irgendwas gerade zu tun. Wir müssen mit Fürst Olaf sprechen. Wir müssen einen Regis-Fürst gefangen nehmen. Gut, jetzt zeige ich euch als erstes mal die Rüstung. Die wollte ich euch eigentlich gestern schon zeigen, aber da ging es halt dann nicht. Alles mal weg, was nicht mit der Rüstung zu tun hat. So. Ich möchte ein Ziel zum Abenteuerleben zurück. Nein, ich würde gerne rumlaufen. Halt kurz hier. Jetzt zeige ich euch offiziell die Samurai-Rüstung. So schaut die aus. Und ich finde, sie hat ein verdammt cooles Outfit. Problem ist halt, wie ihr ja sehen könnt, die Samurai-Rüstung hat weder ein Schild noch Handschuhe. Und auch kein Reittier. Ansonsten ist die Samurai-Rüstung fertig. Ein zweihändiges, also das hier ist erstmal das kurze, merkwürdige Schwert, also das kurze Katana, für einhändig. Dann gibt es das große, für zweihändig. Oh ne, nochmal. Das hier ist das normale Langschwert. Das kann man zweihändig, jetzt würde es zweihändig nehmen. Wenn ich jetzt ein Schild hätte, würde es einhändig nehmen. Das ist das zweihändige, das große, und das ist das kleine. Das nur einhändig funktioniert. Und ja, die Rüstung ansonsten seht ihr ja. Und ich finde die Rüstung eigentlich ganz schick. Ich werde sie auch behalten. Problem ist nur, ich glaube, die ist in keiner Sache so gut wie unsere Sachen. Die Schuhe am 21 sind schlechter. Der geflügelte Topfhelm ist besser als der Samurai-Helm. Ja gut, im Beinschutz wäre die Rüstung besser. Aber so sieht die Rüstung, finde ich, scheiße aus. Besser als beides. Ich vermute mal, das ist auch besser. Wir verbreiten. Deswegen nehmen wir fürs erste unser altes Outfit, aber wir werden trotzdem diese Sachen behalten. Und ihr habt jetzt das Set zumindest mal gesehen. Gut. Zurück zur Arbeit. Ich würde mal sagen, als nächstes versuchen wir einen Vagius-Fürst gefangen zu nehmen. Unsere Männer sind wieder voll. Oder versuchen, Fürst Olaf zu finden und Fürst Lörgerson. Hier ist Fürst Iria drin, vielleicht weiß der Bescheid. Oh, wie schön, endlich wieder eine Rüstung zu tragen. Fürstin Mia muss aber auch kurz sprechen. Erstmal gibt's was, nein, es gibt nichts. Zu Fürst Turiker, wir haben da minus 2 wegen der Wahl. Und das möchte ich jetzt bitte auf. Da gebe ich 2000 aus und habe es wieder auf 0. Das wollte ich jetzt einfach kurz machen. So, Fürst Iria. Ich brauche einmal den Fürst Olaf, der irgendwo ist, und den Fürst Lörgerson, der auch irgendwo ist. Gut, da wir bei ihm schon eine Quest haben, müssen wir da auch gar nicht nachfragen.
böse Geld vermittelt. Da vorne ist ein Reisender. Gut, dann wäre es wohl geklärt. Wir gucken nach einem Belgierfürst. Jetzt müssen wir natürlich immer schauen, dass wir möglichst keine Schlacht mehr verlieren, weil immer wenn wir Schlachten verlieren, kommen wir in Gefangenschaft und dann werden uns ja Sachen genommen. Und ich habe persönlich keine Lust, die Samurai-Rüstung zu verlieren, weil die finden wir danach nie wieder. Mehr als dieses Set gibt es übrigens nicht bei normalen Monoblade. Es gibt ja auch noch andere Monoblade-Teile, so Warband und The Fire and Sword. Und dann noch die Mods, da gibt es mehr Sets. Aber im Original Monoblade, das wir gerade spielen, gibt es nur dieses Samurai-Set. Gut, wo ist dein Weges Fürst, der gerne auf die Fresse möchte? Ja, Angeber, ich weiß, aber hey, wer es kann? Hier wäre Fürst Meriga drin mit 15 Männern, der wird allerdings nicht rauskommen. Hier ist Fürst Dirigun mit ganz vielen. Die sind allerdings nur noch zu 9 und die feindlichen Fürsten sind mit zu viele. Das heißt, Fürst Dirigun wird garantiert verlieren. Gucken wir uns erstmal nach anderen um. Ja, jetzt ist Fürst Dirigun im Kampf besiegt, konnte aber fliehen. Sehr schön. Da ist die Burg Sletsk. Jene Burg, die im letzten Part fiel, trotz unserer Feinde in der Nähe von Burg Buluga entdeckt. Die wollen ihre Burg zurück. Ja, Burg Buluga wird belagert. Jene Burg, die wir im letzten Teil verzweifelt versucht haben zu halten, was nicht funktionierte. Okay, dann locken wir mal einen Trupp vom Burg Buluga weg, damit wir ihn in der Feldschlacht schlagen können. Natürlich nicht alle, ist klar, aber wir können davor nochmal unsere Leute trainieren. Wir werden wahrscheinlich jeden einzelnen Mann brauchen, deswegen finde ich das gerade ganz gut. So, wer von euch will als erstes auch die Face von mir haben? Ah, der Ork. Okay, soll der Ork kommen? Ja, nicht alle. Ich will nur einen fertigen Fürsten haben. Bitte keine Interviews. Fürs Kunde meldet sein Wunsch an, dass ihr euch am neuesten Militärfeldzug anschließt. Ihr müsst mindestens 12 Soldaten dem Ehren bringen. Wir haben 12 Soldaten. Wo ist denn der? In der Nähe von Rivaschek. Nein, 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 nicht fliegen. Ein 67er, ein 68er Druck. Ah, jetzt haben wir ihn fürs Krahas. Den haben wir schon mal besiegt. Der Ork. Wie ich ihn so schön. Ich habe ja damals den Part Vagir Fürst oder Ork genannt, weil Krahas ist einfach so ein geiler Name. Für Xtrata-Reflekte, ihr seid beharrlich, aber ein Plagegeist. Ihr könnt mich nicht besiegen. Ich werde euch eine schmerzhafte Lektion teilen, wenn ihr es versucht. Gebt auf. Niemals. Wir werden bis zum letzten Mal kämpfen. Wir sind bei ihm auf minus 11. 68 gegen 67. Wir haben einen Mann mehr. Und Nebel. Na super. Oh, wir nehmen noch einen Punkt. Den Verteilwurf Bogenschießen. Wir wissen ja, im letzten Part haben wir durch Bogenschießen verloren. 67 auf Stangenwaffen mit allen Waffen, 088 auf Zahnwaffen, 61 auf Armbrust und Werfen, 63 auf Bogenschießen. Hier 215, 214. Ja, und hier die Werte seht ihr, die will ich jetzt nicht alle runterrotzen. Oh nee, ey, und Nebel. Ich möchte keinen Nebel. Los, Männer, machen wir sie fertig. Ich möchte keinen Nebel, Nebel ist kacke. Leider kann man hier nicht einfach mal ein Wetter ändern, so vor Gefecht, sonst ein Gefechtmenü wäre cool. Wer reitet zu spät? Nacht und Wind. Oh. Es sind die Feinde auf ihrem Rind. Zack. Nein, wir haben nur Scheiße. Wir haben nur das Schild getroffen, wir haben nicht ihn getroffen, so eine Kacke. Okay, ich will den Fürsten haben. Ich habe ihn gesehen. Da ist er. Hey, du Ork. Beweg dich.
Was? Wieso hat er jetzt die Lanze nicht benutzt? Was soll das? Ja, reite mir hinterher, dass ich dich killen kann. Los, Männer, in die Schlacht! In die Schlacht, Männer! Nein, verfehlt. Mist. Aber fürs Krahas greift noch hinter uns her. Ich möchte ihn noch haben. Tötet sie alle, Männer. Vernichtet sie. Bis auf den Fürsten. Den kann man eh nicht vernichten. Was ein bisschen schade ist, dass man feindliche Armee, also Befehlshaber, wie jetzt zum Beispiel Krahas, nicht einfach töten kann. Das fände ich persönlich cool. In der Herr der Ringe Mod zum Beispiel, da geht das. Da kannst du feindliche Befehlshaber verlieren, also töten. Aber du kannst auch eigene verlieren. Kannst du mal bitte so reiten, dass ich dich treffe, das wäre gut. Du willst wohl meine Axt spüren. Kannst du mal so reiten, dass ich dich treffen kann? Geht doch, war das jetzt so schwer? So, jetzt bist du fällig. Damit ist der K.O. Sehr schön. Reiten wir aufs Schlachtfeld zurück. Wenn ich sehen würde. Aegis! Wo sind denn meine ganzen Männer? Sind die alle tot oder was? Ja, super hast du das, super hast du die Lanze benutzt. Nämlich gar nicht. Quasi. Ja, wehre dich, Bogenschütze. Kill sie alle. Kill them all, Pokémon. Falsch. Verdammte Reiter, ey. Kommt schon, Männer, haltet Stand und killt sie. Nein, im letzten Moment, ey, das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht wahr. Ja klar, natürlich. Alter, Pferdchen, reite gefälligst und bleib nicht stehen, sowas nervt mich. Und es nervt mich auch, wenn man schon wieder im Kreis reitet, wenn man schon wieder zu feige ist, sich zu stellen. Ja klar, so ein kleiner Busch hält ein Pferd auf. So ein Busch würde niemals ein Pferd aufhalten. Mann, das gibt's doch nicht. Und deswegen mag ich Nebel nicht. Wer ist heller Tag, dann würde ich die alle treffen. Den habe ich jetzt getroffen. Boah, kämpft mit jemandem, der euch gewachsen ist, so wie mir. Hört gefälligst auf, meine Fußtruppen zu killen. Kämpft mit jemandem, der auch reitet und euch gewachsen ist. Wenn die einfach mal herkommen würden. Aua. Beweg dich, Arsch. Doch. Geht doch. Warum nicht gleich so? Tja, jetzt bist du nicht mehr so toll, was? Die Karte ist auch nicht wirklich eine Hilfe. Aber wo sind die Feinde? Ja klar. Natürlich, wieder mal wegen wir heben mal unsere Lanze, weil wir zu blöd sind zum Zustechen.
Ende aus. Alter, wie viele Reiter das hier sind. Das ist unfassbar. Wieso ist denn unser Pferd so langsam? Ich kann es gar kaum manövrieren. Ehrlich gesagt. Das schon wieder. Ich wollte nach rechts. Schon wieder. Danke. Ich will nach rechts. Ich will, dass du... Das Pferd ist doch garantiert irgendwie verletzt. Oder lahmt. Es fühlt sich so an. Ich will nämlich nach rechts und das macht es nicht. Deswegen kacken wir auch gerade so ab. Deswegen kacken wir auch gerade so ab. War's das? Bitte sag mir, dass das war. Ja, Gefecht gewonnen. 10 Tote. 3 Nordbogenschützen, 1 ausgebildeter Nordfußsoldat, 4... Nein, einer. Ein Nordfußsoldat, 4 Nordjäger und ein Nordveteran. 19 tote Feinde. Wir haben 2 mehr. Allerdings können wir uns nicht ausruhen. Aber ich glaube, dass unser Pferd irgendwie... Ich werde jetzt mal neben meinen Lern her. Einfach weil ich in dem Nebel eh nichts sehe. Ich höre allerdings was. Okay, es geht los. Da sind sie. Aus dem Nebel tauchen sie auf. Schon wieder mein Pferd. Ich glaube, unser Pferd ist verletzt. Weil ich kann das Pferd nicht mehr richtig manövrieren aus irgendeinem Grund. Und es fühlt sich auch so an, ich weiß nicht, ob es so ist, aber es fühlt sich so an, als wäre es langsamer. Aber wir dürfen nicht sterben. Wir haben zwar 2 Männer mehr als sie. Aber, wenn wir jetzt sterben, haben die einen so starken Moralverlust, dass denen ihre 2 Mann Übermacht gar nichts helfen. Ich habe ihn erwischt. Aber leider nicht getroffen. Oh, Fluss. Aber was wird das hier? Schubskreis. Okay, einer ist erledigt. Der andere läuft gerade. Ach komm, ey. Ganz ehrlich. Rennen fährt schwer, aber es fühlt sich anders an als vorher. So. Greift weiter an, Männer. Treibt den Abschaum zurück. Ha, wir haben das Schild getroffen. Es scheint auch der letzte zu sein.
Ja, es war der letzte. Sehr schön. Diesmal haben wir nur zwei verloren, und zwar zwei Nordjäger. Der Gegner hat 19 Tote. Wir werden es also schaffen, 39 gegen 26. Ich will aber trotzdem jetzt doch einmal so kämpfen. Weil ich einfach möglichst wenig Männer verlieren möchte, für den Fall, dass wir den nämlich nicht erwischen. So, ich reite jetzt erstmal wieder neben unseren Männern her, bis die angreifen. Dann weiß ich nämlich, der Gegner ist in Reichweite. Also jetzt reite ich da vorbei, bei dem Nebel. Um jetzt einen eigentlich gar nicht passenden Herr der Ringe-Witz zu machen. Haha, die Nebelberge mit den Orks. Um einen eigentlich gar nicht passenden Witz zu machen, aber man merkt schon, ich habe gerade irgendwie... Ich sehe Pfeile. Wo sind sie? Da, ich sehe sie. Zum Angriff. Bam. Oh, wir haben sogar getroffen. Wir haben aus Versehen jetzt... Ja klar. Das ist doch nicht wahr, oder? Das ist doch ein schlechter Witz. Auch das war doch jetzt ein schlechter Witz. Macht sie fertig. Kommt schon, Nords. Macht sie fertig. Hoppala. Also das Pferd hätte jetzt nicht unbedingt sterben müssen. Ja, ganz klare Übermacht. Ganz klare Übermacht, da gibt es gar nichts zu rütteln. Oh. Immer dieser Feindesteleport, ey. Das ist, ich weiß, das ist ein altes Spiel und damals gab es einfach noch keine anderen Möglichkeiten, aber trotzdem, das ist ein bisschen ätzend. Ja, ihr merkt schon, bei der Schachhalte jetzt zurück. Allerdings nicht komplett. Ich muss da auch nicht groß mitmachen, die machen das gut alleine. Und das war's. Keine Verluste, 19 Tote. 39 gegen 7, das könnt ihr jetzt selber. Ein Verwundeter. Fürs Gras schafft es zu fliehen. Verdammt. So eine Kacke, da müssen wir jetzt noch einen. Naja, wir können zumindest die gefangen nehmen. Wir müssen also noch eine Armee herausfordern. Ja, nicht anders. Wir können ein bisschen unsere Vorräte aufstocken. Mit Vorräten meine ich in dem Fall getötete Männer. Allerdings fehlen uns noch 7 Mann. Schade, dass wir ihn nicht erwischt haben. Wir müssen also jetzt mit Fürst Tyser prügeln dann. Ich will jetzt erst nochmal... hier ein bisschen aufwerten. Und ich hätte gerne meine 7 Mann zurück. Aber ich möchte ihn durch... Nein, 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 du kommst schön mit. Komm mit jetzt. Los. Nee. Ja gut, wir holen uns erstmal unsere 7 Mann, damit wir wieder vollzählig sind. Und dann gucken wir, dass wir ihn kriegen. Mit 63 Jahre Steuern. 7 Nordfußsoldaten, nehmen wir mit. Dann gehen wir noch schnell nach Welchek. Gut, wir sind wieder vollzählig, sehr schön.
einmal die Leute verkaufen, ein paar Lösegeldvermittler, die wir ja vorher gesehen haben. Und die Ausrüstung, die wir erbeutet haben. Nur nicht zu vergessen, mal wieder die Rationen aufstocken. So. Dann gehen wir mal wieder zurück. Ja. Danke, dass du auf meinen ersten Klick nicht reagierst. Aber zumindest, was das Gute an fürs Gras ist, der wird jetzt die Burg nicht mehr mit belagern. Wenn wir jetzt noch fürs Teilser kriegen, dann haben wir schon mal zwei Armeen, die Burg nicht belagern. Oh scheiße, sie kämpft schon. Die Burg kämpft bereits. Fürs Gastier ist das Hauptproblem. Die anderen haben alle 56, 57, 67, 65, 87, 114. Wir müssen ihnen helfen. Es sind 42. Wir haben nochmal 68 Mann dabei. Die sind ja alle fit. Ja, ich weiß nicht. Dann geht's wieder so wie beim letzten Mal aus. Nein, ich helfe denen jetzt. Wir treten ein, sie lassen zum Gehen dazu tritt. 104 gegen 446. Hey, das weckt Erinnerungen. Allerdings haben wir diesmal nicht ganz so viele Verluste. Viel weniger. Wenn ich jetzt deswegen Überlänge haben sollte, entschuldigt. Kämpf, Nord, halte die Burg. Wo kommen die hoch? Wo ist die Leiter? Die haben keinen Belagerungsturm. Da kommen sie hoch. Nein. Solange die Burg einnehmen. Nein, bin ich. Auf jeden Fall oben. Ja, Jäger. Bin auf der Mitte. Da wurde der Kaiser knallt. Ja, das war nicht schien. Kaiser. 93 gegen 4. Tote, 12 Tote. Da weiß man klar. Tut mir leid, hätte ich nicht machen sollen. Genau da halb. Cool. Die Tor, dann wurde Notpunkt. Oh, ich war glücklich, egal. Da war ich halt keine Kugel, aber ich wollte die Kugel kriegen. Das war nicht klug. Okay, nehmen wir. Glücklich, egal. Sehr glücklich. Also, wir wollen dann nur feststellen. Danke. Bitte. Dann oben, aber oben, dann da. Ja, ärgerlich, hätte ich nicht machen sollen. Gezwungen, sonst hätte er am Endrad. Das war aber auch hingekehrt, war gleich keine Klug. So, halt wegen Seeräuber aber abkacken sollte. Dann entschuldigt. Da war Überlänge paar, die einfach passieren. Fertig. Jetzt noch so gut weiter. Los. Ich bin weg. So, die werden zweimal überlegen, ob wir noch ärgern wollen. Wir können rekruten. Wäre gut, warum wir ihn schon? Gut, Schlappen. Rote Überraschung, aber gut. Die vierten sind alle tot. Du bist Karl Leder. Wer hat das Blut genommen? Ist nur reingenommen. Ja, zumindest machen wir jetzt nicht, um uns abmurksen zu lassen. Oh, die waren die Leute, ne? Wir bleiben da, aber wir sollten nerven. Solange die mich jetzt hier nicht erklären. Ich kann mal lang nerven. Ich kann die Seite deiner getroffen, hätte ich. Komm hier. Aua. Jemand gerade. Ja, du bist. Ich hab nichts. Ich bin K.O.
Gibt er wohl nicht. Der am Lehrer wird. Mitmachen, Freunde. Ja, und? Ja, schön, danke. Ja, ich glaube auch nicht. Ich glaube er wohl. Ja, gut. Und dann ist gut lag. Ja, wir haben gehoben. Oh, das ist nicht. Das ist nicht wahr. Ich bin natürlich gerade, aber... Wir kämpfen. Ja, wir kriegen keinen Tote. Okay, Tote. Ein Tote, drei Tote. Drei Tote. Drei Tote, ein Tote, drei Tote. So. Dann gibt's hier noch was, wir mitnehmen können. Geht bald wieder ein Angriff. Nee, das ist immer noch so ein Eimer. Danke. Wir müssen dann wieder voll. Was denn da alles? Ja, okay. Jetzt geht's weg. Das läuft aber. Aber das kannst du nicht schwer zu bis an ihn. Fürs Gart haben wir besiegt. Ich gehe euch hier seine Kopfnähe. Ah, du bist ein Blase. Ich sehe, wo der Vorlauf ist. Ich glaube, also das und dann... Ich muss die Jungen Schulte geben. Dann wird ihre Geld abgeben. Ich meine, alle bei Wolle. Ja. Machen wir dann gegen die Galerie. Wir haben morgen einen Köhnenbad machen. Oder eine andere Kosse. Das ist nicht nach, ob der neue Kreis Einigkeit. Ich helfe dir. Aber ihr Ranten da drüben. Wir sind einmal da oben. Der Fall der Verpackte. Ja, jetzt mehr. Wir sind wirklich eigentlich nur mit denen, was wir machen. Wird sie zumindest wohl gefragt. Oh, ich sehe ja, Karte. Der Fall der Verpackte. Der Fall der Verpackte. Da, ich glaube, immer mehr. Oh, Karte. Der Fall der Verpackte. Jetzt werde ich das auch noch. Ah, genau. Schauen wir uns vor. Wir brauchen auch einen Tag aus. Ja, wir müssen jetzt gut mal mit dir schauen. Professor hat gefallen. Sorry. Das ist besser. 10 Minuten oder so. Ja, 10 Minuten. Und weil ich dumm mit der Boom echt nicht meine Chance. Naja, von dem Moment habe ich mir mal den Hinhalt gehabt. Dann dumm und auch kein Part machen, die ich jetzt gezogen habe. Übermorgen, mach gut. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr mal helfen. Dann könnt ihr das da, Freunde.